Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls schwarze und weiße Events. So, jetzt dürfte es theoretisch komplett schwarz sein. Ich musste nochmal in Nexus zurück, hab mich aber auch nochmal ein, zwei Mal sterben lassen. Ich hoffe, das war jetzt nicht einmal zu viel. Okay, so, ich bin gespannt. Ich habe das noch nicht gecheckt, ob es funktioniert. Ich hoffe einfach mal. Ansonsten ist die Aufnahme jetzt gleich für den Arsch. Und ihr hört das sowieso nicht. Naja, wir schauen. Jetzt kommen eh noch die ganzen anderen Viecher hier. So, ich mache jetzt einfach so. Ah, Gott. Okay, das hat wunderbar... Nein, das war das Falsche. Oh, scheiße. Das war so nicht gedacht. Weg, geh weg, geh weg. Ich habe keine Dingens hier ausgerüstet. Das ist voll scheiße. Okay, jetzt müssen wir die erstmal wieder kiten hier. So. Ja, ihr seid voll doof. Okay. Vielleicht doch nicht. Sie umkreisen mich. Kipp bitte um, kipp bitte um. Danke. Du auch. So, dich mache ich jetzt auch noch nass. Komm her. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Dann mache ich dich halt so nass hier. Ach so, er rennt aber trotzdem noch durch. Das ist sehr nett von ihm. So, gerade noch so. Alter Vater, ey. So, jetzt muss ich erstmal ein paar Sachen hier ausrüsten. Halbmondgras. Das Vollmondgras haben wir auch schon ganz viele. Okay, wir sind gerüstet auf jeden Fall für Alland. Da haben wir jetzt mittlerweile genügend Gräser auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr, sehr schick. Also 97 Vollmondgras und um die 30 Neumondgras. Da bin ich schon halbwegs zufrieden mit. So, ja, komm, die sammeln wir jetzt nicht alle ein. Aber wir trinken mal noch ein frisches Gewürz. Denn ich weiß nicht, wie krass die Miralda jetzt wird. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die auftaucht. Wehe, wenn nicht, ey. Wehe, wenn nicht. Oh, wow, wow, wow. Da ist er. Jo. Scheiße. Okay. Sie ist einfach mal... Ich sollte kurz reinluken und dann wieder rausgehen. Die hat's nämlich in sich. Miralda, die Henkerin. Jetzt nochmal schön als... Bild da quasi. Klasse, ey. Klasse. Okay, das Ganze nochmal. Von vorn. Jetzt habe ich natürlich nicht auf die Uhr geschaut. Das ist sehr suboptimal. Ach komm, der läuft mir doch sowieso wieder hinterher hier. Und du genauso. So, weg. Geht mir auf den Sack. Gut. Wir haben halt nicht mehr viele frische Gewürze. Ich muss echt mit der Magie jetzt aufpassen, weil langsam... Beziehungsweise demnächst mal irgendwie Seelenform. So, jetzt, danke. So, die haben es zum Glück irgendwie nicht ganz gerafft, dass ich da bin. Okay, vielleicht kriegen wir das mit den anderen auch hin. Ja, Silmongras, Sichelmongras. Brauchen wir da nicht so unbedingt. So, okay, kann ich zumindest hier an Freehit landen. Und, ja, das läuft, komm. Okay. Es war nicht optimal. Aber so gehen sie am schnellsten. So, Sklavenschild nochmal da aufgehoben. Haben wir ja nicht genug von. So. Und jetzt das Ganze nochmal. Nochmal in gut. Rüsten wir mal einen Zauberstab aus. So. Vielleicht reicht das ja, dass die jetzt daherkommt. Oh Gott. Okay, komm mal raus, Mädchen, komm mal raus. Die hält einiges aus, okay. So, okay, hopp, hopp, hopp. Und das dürfte nicht reichen, ja, ich hab's geahnt. So, dann machen wir das so. Und hoffen, dass sie jetzt nichts trinkt oder so. So, zack in den Rücken.
Und nochmal. Oh, weg. Nein. Oh Gott. Da war ich zu übermütig. Das war auch so doof. Ich dachte, ich mache mehr Schaden an ihr. Ich dachte so, ein, zwei Hiebe reichen noch. Oder reichen, um die niederzuhauen, aber nee. Mal gucken, was passiert. Ich habe ja gelesen irgendwie, dass wenn ich jetzt hier das Black Phantom von Miralda kaputt haue, dass die Welt wohl wieder neutral wird. Ich wäre da nicht böse drum, ne? Muss man mal sagen. Denn dann wird auch alle ein bisschen leichter. Beziehungsweise, ja, ich kriege ja mehr Death, glaube ich. In der schwarzen Welt habe ich ja, glaube ich, weniger Death. Mache auch weniger Schaden, wenn ich mich nicht täusche. Und all solche Sachen. Oh, direkt noch einen hinten reingegeben. So, du auch noch. Ja, tolle Stelle zum Sichelmondfarmgrasen. zum Sichelmondgras farmen, so. Ja. Es ist nicht spät, es ist Nachmittag, aber ich habe viel Koffein-Intus. Gott. Weil heute so viel zu tun war. Sag mal, was ist denn hier los jetzt auf einmal? Es kann doch wohl echt nicht wahr sein. Das darf es doch nicht geben. Ich wollte auch eigentlich auf Miralda eine Todeswolke machen, ne? Habe ich auch nicht gemacht. Mache ich jetzt noch. Mache ich jetzt bei dem Versuch. Da kann ich es auch ein bisschen kiten. Dann haut das auch besser hin wahrscheinlich. Ich denke mal, die nimmt sowieso kein Gräser oder sowas. Die heilt sich, glaube ich, nicht. Ich habe noch nie ein schwarzes Phantom sich heilen sehen. Ja. Das soll nicht heißen, dass es nicht geht. Ja. Noch schön reingehauen. So. Jetzt sammle ich es mal nicht ein, ey. Ist eh nur sinnloser Scheiß hier. So. Okay, so. Na. Ah. Bin ich zumindest sicher. So, einer weg. Beziehungsweise zwei weg. Und noch einer. Alles klärchen hier. So. Dann rüsten wir die Todeswolke aus. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Mit der Todeswolke. Und wehe, das funktioniert jetzt nicht. Hi. Okay, sie steht schon da. Komm raus. So, jetzt aber. Ja, voll geil. Hat sie voll getroffen. So, komm mal her, komm mal her. Komm mal her, Mädchen. Danke. So, ich gehe da mal weg. So, ich mache mir erstmal jetzt in Sicherheit. Begebe ich mich. So, die ist recht schnell hier unterwegs. Das gute Mädchen. Im Prinzip muss ich doch nur ausweichen. Und lange aushalten. Aber die zieht mir halt immer wieder was ab. So allmählich. Okay. Aber es hält ja auch nicht ewig, ne? Davon mal abgesehen. Nein, das war Kacke. Nee, das war nicht Kacke. Okay, sehr schön. Und noch ein. 1300. So, frisches Gewürz ausrüsten. Und dann können wir auch nochmal da einen reinlegen jetzt. So. Und mehr geht auf jeden Fall nicht. Jetzt muss ich kurz ausharren. Damit sie tot umfällt. So, machen wir einen Schlag. Und da ist sie tot. Alter Vater, ey. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Henkerbeil. Und 11.300 Seelen. Coole Sache, würde ich mal behaupten. So. Dann, um das Event komplett zu machen. Es taucht ja noch mehr auf. Es tauchen ja noch vor Mausoleum, noch zwei schwarze Phantome auf. Die werde ich jetzt auch nochmal zur Vollständigkeit halber mitmachen. So, tschüss. Da rennen wir jetzt einfach mal schnell hoch. Und dann haben wir die auch noch mit. Ich weiß gar nicht mal, was die getroppt haben.
Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob die überhaupt was getroppt haben. Aber die geben ja auch Seelen, davon mal abgesehen. Ja, diese Viecher, ey. Machen keinen Schaden und rasten einfach nur aus. So, geht einfach mal bitte nur aus dem Weg. Ich hab zu tun, ich muss da durch. So, und dann machen wir jetzt reihenfolgemäßig 2, 3, 4, 5 schwarze Events. Also in den jeweiligen Welten. 2, 3, 4, 5. Und dann bin ich mal gespannt, also was da auf uns zukommt. Das ist, es ist in Welt 1 war es jetzt auch nicht ganz so einfach und es wird, glaube ich, nicht leichter. In Welt 5 soll es wohl ziemlich schwierig sein, zumindest für Nahkämpfer. Das meinte Jonas, wenn ich mich nicht täusche. Und da bin ich ja mal gespannt. Also, wie es für Zauberer ist, weiß er nicht. Und ich glaube, die schwarzen Phantome, da kann echt noch einiges kommen. Also, das ist schon sehr krass. So, weg. Geh mal bitte weg. Danke, tschüss. So. Dann machen wir den so kaputt. Achso, da kommt jetzt direkt hier vorne. Okay, da muss ich mal kurz aufpassen jetzt. Macht man den jetzt hier. Wow, wow, wow. Okay. Das schwarze Phantom macht doch mehr Schaden, als ich dachte. Alter Gott, das kann doch nicht wahr sein. Meine Fresse, ich bin zu voreilig manchmal. Ich bin manchmal tatsächlich zu voreilig. Ich bin mir jetzt irgendwie der Sache zu sicher mittlerweile. So im Endgame, dann neige ich dazu, zumindest hier in Demon's Souls, ein bisschen übermütig zu werden. Das ist nicht so ganz optimal, wie ich mir das manchmal vorstelle hier. So, weg. Ah Gott, nicht mal getroffen. Ja, dann warte halt auf den nächsten. So. Ah, ich treffe nicht. Dann lauft mir halt hinterher. Na, jetzt sind wir zumindest wieder voll an Mana. Dann kann ich gleich mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja das eine schwarze Phantom so gezogen, ohne den anderen roten Ritter zu kriegen. Dann haben wir nicht beide gleichzeitig. Das ist schon eine Erleichterung zumindest. Also dann ist es ja auch wieder keine Kunst mehr, den zu machen. Ich denke mal, so schwer ist er dann auch nicht, dass wir den nicht allein hinkriegen sollten. Den haben wir ja auch schon mal. Also ich habe den zumindest beim ersten Durchgang habe ich den ja auch gemacht, weil ich hier zufälligerweise komplett schwarz war. Weil ich mit Ephemer Augenstein um mich geworfen habe und dann bei anderen so oft gestorben bin. Ja, deswegen war der dann auch so schwer. So, meine Seelen, sind die da? Okay. Ah, okay. Dann kriegt man den halt alleine. Das ist auch super. Okay, so. Da hält mich, glaube ich, nicht viel aus. Nein, Waffe zerstört. Ich fasse es nicht. Das kann nicht wahr sein, oder? Okay, der stirbt jetzt sowieso. Also gleich. Gleich stirbt er. Jetzt. So, was haben wir hier? Sichelmondgras. Immer das Ganze. Ah, ein Halbmondgras. Okay, das nehme ich gern mit. Du kannst nicht mehr davon tragen. Das wird Vollmondgras sein. Dann nehme ich mal Vollmondgras. Ja, sind nämlich drei Stück gewesen. Okay. Dann können wir uns eventuell gleich nochmal in Ephemer Augenstein kaufen. Ist zwar nicht ganz so das Optimale an der ganzen Geschichte, aber so. Genau, sehr schön. So können wir den nämlich richtig geil weghauen hier. Halbmondgras. Ah, das gibt nur so viele, so wenig Seelen. So, hier kommt dann noch einer. Sehr schön. Richtig weggehauen. Und nur Halbmondgras. So.
dann haben wir im Grunde die, oder das schwarze Event hier fertig gemacht. Ja, Welt 1 ist fertig. Welt 1 kann Alans gehören quasi. Aber wir müssen ja erstmal die anderen schwarzen Events noch machen, bevor wir den da töten können. Naja, liebe Freunde, ich werde mir dann das schwarze Event in Welt 2 anschauen und gucken, was da zu tun ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Demon's Souls schwarze und weiße Events. Morgen 18 Uhr geht's dann weiter. Ich sag tschüss, macht's gut, bis dahin.